Ja, bekomme eine höhere Schwingung. Also erstmal, hallo erstmal. Bekommt eine höhere Schwingung, sonst schafft ihr euer Leben nicht. Sonst schafft ihr euer Leben nicht. Eure Schwingung sorgt für die, sagen wir mal, für die Schicksalskonstellation, innerhalb der etwas passieren kann. Zum Beispiel ist deine Schicksalskonstellation äußerst beweglich. Das heißt also, du kannst bestimmte Sachen, die du heute erlebt hast oder die du heute erlebst, nur, die kannst du nur heute erleben. Nächste Woche wäre das schon gar nicht mehr drin. Ganz einfach deshalb, weil dann deine Schicksalskonstellation, so wie es jetzt da so ist, nicht mehr mit dem Ereignis, was da gerade passiert, nicht mehr übereinstimmen würde. Nimm an, du findest heute den Mann fürs Leben. Den hättest du, oder du hast gestern einen Mann fürs Leben gefunden. Den hättest du eine Woche später nicht mehr finden können. Weil dann eure Lebenswege, eure Lebensströme so, sich so geändert hätten, dass es einfach nicht mehr zusammengepasst hätte. Das ist etwas, was du wissen musst. Darum sage ich dir, erhöhe deine Schwingung. Damit dir nicht mehr das passiert, was du eben partout vermeiden möchtest. Aber je mehr du daran denkst, dass du es nicht mehr haben willst, desto sicherer kommt das garantiert. Weil du dich dann nämlich mit dem verknüpfst, bevor du so einen Widerwillen aufbaust. Du müsstest schon, um das, was du nicht erleben willst, nicht mehr zu erleben, eine so hohe Schwingung haben, dass du das, was du nicht mehr erleben willst, dir garantiert nicht mehr passiert. Alles passiert dir in deinem Leben, weil du es dir gewünscht hast. Du wünschst es dir. Einfach, um das zu überwinden oder eben um das zu genießen, je nachdem, aber darum, indem du es gerade mal genießt und du es gerade mal ganz toll findest, eine noch höhere Schwingung zu bekommen, damit du noch was Besseres erleben kannst. Denn das, was du gerade erlebst, was vielleicht ganz toll ist und wo du sagst, oh ja, durfte, finde ich super, das mag etwas sein, was dir aber nach 3 Wochen schon wieder zu langweilen beginnen würde, wenn sich das nicht noch innerlich wieder verbessert. Und du kannst ja nach Verbesserung schreien, du kannst es ja nicht besser erleben. Klar kannst du das, warum denn nicht? Alles kann besser werden. Das ist ja die Idee dahinter, dass alles immer noch besser und besser wird. Und das ist unersättlich. Wir wollen einfach. Klar, es soll immer besser werden. Unsere augenblickliche Wohlfühltemperatur liegt bei, sagen wir mal, 23, 24 Grad. Der absolute Nullpunkt liegt bei minus 283 Grad. 0 Kelvin also. Da gibt es überhaupt gar keine Bewegung mehr, sagen die Wissenschaftler. Ich persönlich bezweifle das. Ganz einfach deshalb, weil es immer Bewegung gibt. Nur, dass sie da so dermaßen langsam ist, dass ein Menschenalter nicht ausreichen würde, diese Bewegung überhaupt mitzubekommen. Aber bei, ich würde sagen, 23 Grad entfernt sich jetzt nicht so weit von minus 282 oder 83 Grad. Nach oben. Sagen wir mal, Milliarden, Trilliarden Grad Celsius, wie hoch die heißeste Temperatur ist, weiß niemand, weil man sie einfach nicht messen kann. Ich würde sagen, dass da zwischen unserer Wohlfühltemperatur 23 Grad, 24 Grad und der höchsten Temperatur nach oben noch Luft ist. Da passt doch was rein. Da ist doch Luft nach oben, sagen wir es mal so, um noch einen höheren Schwingungszustand, einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen. Denn offensichtlich haben wir einen relativ mittleren oder sagen wir mal eher niedrigen, weil das, was wir so gut finden oder so, das ist ja nun evolutionstechnisch gesehen, hat es uns ja noch nicht allzu weit gebracht. Also so klasse war es ja noch nicht. Noch nicht. Also die Auswirkungen waren einfach schlecht. Darum sage ich ja, bekomm eine höhere Schwingung, damit du das, was du gut findest, damit du das, was du lernst, wirklich zum Segen wird. Im Augenblick ist alles das, was wir entdecken, was wir finden und was wir glauben, was wir tun, es wird oft ein Fluch. Ganz einfach deshalb, weil die Schwingung so niedrig ist. Mit einer höheren Schwingung wird es ein Segen. Siehst du? Ich komme an dieser Stelle zu Bernadette Sourioux, das muss ich auch, weil es etwas sehr Interessantes gibt, was ihr diese Dame, die sie dann gesehen hat, gesagt hat.
Ich meine, einige wissen es, also Bernadette Soubirous, das war die, die die Quelle im Louvre erschlossen hat. Durch sie ist das überhaupt entdeckt worden, dass da Wasser fließt. Das ist auch wohl Heilwasser. Es hat auf jeden Fall eine hohe Qualität. Gut. Bernadette Soubirous war ein 14-jähriges Mädchen und als ihre Freundin mal wieder mal Spiel waren, sie konnte nicht so richtig mithalten, weil sie ganz einfach so ein bisschen lungenschwach war. Und dann saß sie da und sinnierte so irgendwie und auf einmal sah sie etwas. Und es war eine wunderschöne Frau, eine wunderschöne Dame. Man konnte sie anders sagen. Fand ich aber eine Frau. Nein, nein, das war eine Dame. Und sie schien auch irgendwie über den Erdboden zu schweben. Und sie sah sie und war einfach hin und weg. Und automatisch begann sie den Rosenkranz zu greifen und fing an zu beten. Und die Dame betete mit ihr. Und sie konnte die Augen von ihr nicht abwenden. Das war einfach ein wunderschönes Bild. Und die Dame versprach, am nächsten Tag wiederzukommen. Na, sie natürlich auch wieder hin. Aber die Mutter, die das gehört hat, weil die Mädchen, ihre Spielkameraden, die haben sie dann nicht so vorgefunden in dieser Ekstase. Und Bernadette, was ist hier? Und die hörte überhaupt nicht. Also Bernadette, nichts da, sie war nur am Beten. Als die Mutter das dann erfuhr, wollte sie Bernadette dann nicht rauslassen. Sie ging aber trotzdem. Und das ging eine ganze Weile. Nun gingen aber nicht bloß die Kinder mit, sondern auch ein paar Erwachsene mit. Und irgendwann war das dann, waren es 30, 40, 50 Menschen, die sie dann auf dem Weg nach Massabeda begleitete. Und irgendwann waren es dann Hunderte und irgendwann waren es Tausende. Und alle bedrängten sie noch bitte, wer ist das? Denn außer Bernadette konnte sie niemand sehen. Und sie sagte, das weiß ich nicht, aber es ist eine wunderschöne Dame. Und man sah ihr Gesicht zur Schönheit erglühen, wenn sie diese Frau da, die Dame da gesehen hat. Eines Tages gab sich die Dame ihr zu erkennen und sie sprach, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Muss man wissen. Vor einiger Zeit hatte sich die Kirche geeinigt, jawohl, Maria hat unbefleckt empfangen. Und jetzt glaubten alle, dass die Dame, die sagte, sie sei die unbefleckte Empfängnis, die Maria Mutter Gottes ist. Und ich dachte darüber nach und dann fiel mir auf, dass das ja streng genommen gar nicht stimmen kann. Denn Maria war nicht die unbefleckte Empfängnis. Das wäre dann Jesus Christus gewesen. Sie hat unbefleckt empfangen. Sie hat ohne Störfaktoren den höchsten Klang gehört. Das ist bei Maria Mutter Gottes, die wir so nennen, genau passiert. Sie hat nämlich ihr höchstes Selbst ohne Störfaktoren, ohne irgendwelche anderen Belastungen hören können und sich entsprechend dann richten können. Das ist die ganze Geschichte dahinter. Ob Jesus das auch gekonnt hat, das weiß ich ja mal nicht. Also ich glaube nicht, dass jemand, der sich an seinem höchstes Selbst richtet, dann irgendwelche Folterqualen auszustehen hat. Ich persönlich glaube das nicht. Und ich bin der Meinung, so vermeiden wir auch eine ganze Menge, indem wir ohne Störfaktoren, vor 300 Jahren oder 200 Jahren Sachen wir unbefleckt empfangen, aber egal jetzt, ohne Störfaktoren unseren höchsten Geist hören. Und dafür brauchen wir nun mal eine sehr hohe Schwingung. Darum sage ich ja, ohne eine hohe Schwingung schaffst du das nicht. Du kannst dich selbst in deiner reinsten Form nicht hören, wenn andauernd etwas dazwischen rauscht. Du kennst ja, was ein Radio ist. Du weißt ja, dass du, wenn ein Radio einstellst, ein Programm einstellst und dann rauscht dann dauernd was dazwischen, dass dann also jedes Programm gestört wird. Und dass du keine Musik wirklich hören kannst, wenn es nicht störungsfrei übertragen wird. Und genauso ist es mit allen anderen auch. Deine Schicksalskonstellation muss mit den Ereignissen übereinstimmen. Mit anderen Worten, wenn dein Lebensfluss sehr frei ist, kannst du auf Ereignisse treffen, die für dich sehr angenehm sind. Und du kannst sie durch eine sehr hohe Schwingung noch angenehmer machen, sodass du noch etwas Angenehmeres vorfindest und so weiter. In einer trüben Schwingung geht das runter.
Und dann ist auch die Gefahr von Verwirrung, Zornstreit und so weiter natürlich nicht weit. Um es mal klipp und klar zu formulieren, wie ich es auch früher mal in einem Buch gelesen habe. Es war das von Penny McLean, Adeline, die vierte Dimension. Da stand sowas fast ein Nebensatz. Aber irgendwie ist er in meinem Kopf hängen geblieben. Bestimmte Sachen können nur passieren, wenn deine eigene Schicksalskonstellation mit dem Ereignis, was dir passieren soll, übereinstimmt. Das heißt, wenn du einen sehr hohen, sehr freien, geklärten Lebensstrom, Lebensfluss hast, dann wird es keine Blockaden mehr ansteuern. Und selbst wenn es sie ansteuert, es würde drüber wegsegeln. Denn es würde nicht mehr damit kollidieren. Denn kollidieren können nur zwei Sachen, die gleiche Schwingung haben. Erhöhst du diese nun aber, dann fließen die Sachen, auf die du dann triffst, die fließen ineinander über, ohne irgendwelche Unfälle und störungsfrei aneinander vorbei oder sie verbinden sich und dann wird es noch besser. Aber sie können nicht mehr gegeneinander krachen. Das muss verstanden werden. Je höher deine Schwingung ist, desto höher ist auch die Lebensqualität, die du hast, und desto freier fließen auch deine Energieströme wieder. Wir wollen hoffen, dass es im Weitgehen verstanden wird. Das könnte man hunderte von Beispielen anfügen. Aber ich möchte noch dazu sagen, viele Menschen wenden sich ja manchmal Engeln zu. Und dann kommen sie gleich mit einem ganzen Bestellkatalog. Nicht, oh Mensch, hilf mir mal da, und das möchte auch passieren, das will ich auch haben und so weiter und so fort. Also, dass ein Engel kümmert das aber nun mal nicht, sondern nicht das Einzige, was ein Engel stets kümmert, ist die eigene Energieströmung. Und dass es sich mit dem verbinden kann, was ebenfalls eine höhere Energieströmung haben möchte. Soll heißen, du an Lebenslust mag ja am Anfang noch etwas verstaubt sein, etwas verdreckt sein, vielleicht sogar verschlammt sein, wie auch immer. Aber es gilt darum, den freizukriegen. Und dabei kann dir ein Engel wirklich helfen. Und wenn dabei irgendein Ereignis dir nun besonders gut helfen würde oder es dich besonders freuen würde, es besonders freizukriegen und sowas, dann wird das auch passieren. Aber zunächst einmal ist wichtig, dass dein Lebensstrom freikriegt. Dass du deinen Lebensstrom freikriegst. Das ist für dich sehr wichtig, weil das nämlich alles beinhaltet, was da noch so passieren wird. So, bestimmte Sachen können nun mal in einem sehr hellen Lebensstrom nicht mehr sich anfinden. Aber es gibt in deinem Lebensstrom Dinge, die eingezeichnet sind. Das sind die Kardinalsgeschehen. Die geschehen ganz bestimmt. Die werden immer passieren. Weil das eben in deinem Lebensstrom schon vor deiner Geburt beschlossene Sache war. Dass das passieren wird. Aber eine hohe Schwingung wird bestimmen, wie du das erlebst. Sagen wir mal, es steht in deiner Bestimmung, sagen wir nach was weiß ich, Paris oder Buenos Aires zu fliegen, dann wirst du dahin fliegen. Die Frage ist doch nur in der ersten Klasse oder im Gepäckraum. Holzklasse oder erste Klasse. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht vermeiden. Das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht. Das zu vermeiden, nein. Aber wenn jetzt eine ganze Menschheit aufwachen würde und jeder in seiner eigenen Schwingung arbeiten würde, und zwar ohne Wenn und Aber. Traditionelles Denken, Religionen und so weiter, erst einmal nicht achtend, nur eine hohe Schwingung haben wollen. Dann kann er ja weiter seinen Glauben, seine Tradition erstmal so lange pflegen, bis ihm selber dämmert, ob das für ihn immer noch zweckgemäß und dienlich ist. Das ist nämlich in sehr vielen Fällen nicht. Davor hat übrigens die katholische Kirche so eine Angst. Und auch unsere Muslime sind damit nicht ganz glücklich mit einer höheren Schwingung. Denn dann würden sehr, sehr viele Dinge sich ganz einfach auflösen. Wir müssen gar nicht erst über irgendwelche Fragen diskutieren. Welcher Mensch wohl mehr wert ist oder so etwas. Das ist völlig absurd, sich überhaupt zu fragen. Aber in solchen Glaubensgemeinschaften wird solche Fragen diskutiert. Frauenfragen werden diskutiert.
Natürlich. Frauen sind ja zunächst einmal nicht so viel wert wie Männer, das ist ja nun klar. Für die jedenfalls. Und da kann man sich gleich fragen, was für eine Schwingung muss man haben, um so zu denken. Eine äußerst schlechte. Mehr sage ich dazu nicht. Katholischer Glaube genau das Gleiche. Die Frauen stehen natürlich unter dem Mann. Natürlich. Der Mann hat einen Penis, die Frau nicht. Also wäre es wohl besser. Aha. Was für eine Schwingung muss man haben, um so zu denken? Eine ziemlich schlechte. Nun kannst du deine Schwingung aber immer erhöhen, ganz egal, wie du früher mal gedacht hast. Und da musst du dich also an eine ganze Menge Schlippen vorbei schleusen lassen. Aber es tut auch manchmal weh. Du schrammst auch ziemlich an solchen Sachen vorbei. Und oft gibt es so eine gehässige Schürfwunden. Aber du kommst durch. Je höher deine Schwingung, desto besser bestehst du dein Leben. Darum sage ich ja, ohne eine höhere Schwingung schaffst du das nicht. Deine Schicksalskonstellation muss dafür reif werden, um das Ereignis zu finden, was du wirklich erleben möchtest. Du hast meinetwegen vor einer Woche die Frau oder den Mann deines Lebens getroffen, aber du hättest ihn nächste Woche nicht mehr treffen können. Denn dann hätte einfach eure, dann hätten eure beider Schicksalskonstellationen nicht mehr miteinander übereinstimmt. Und dann hätte es ein Treffen nicht geben können. Das Gleiche gilt aber auch für Ereignisse. Jemand, der vor ein paar Wochen im Lotto gewonnen hat, und zwar wirklich eine klägliche Summe, hätte in einer Woche das nicht mehr gewinnen können. Auf eine bestimmte Schicksalskonstellation hinzuarbeiten, bringt nicht sehr viel. Aber eine hohe Schwingung zu bekommen, dass sie es wird, damit das passieren kann, was man ja haben will, das bringt eine ganze Menge. Anstatt sich immer auf ein bestimmtes Ereignis zu verkneifen und zu versteifen und immer nur dahin zu gucken, das muss so sein, bekommt man eine höhere Schwingung, damit das generell gut wird. Das geht nämlich bei der Wissenschaft so schief. Früher in dem absurden Gottglauben ist das so schief gegangen. Wenn wir uns immer nur auf ein Thema versteifen, sehen wir das Ganze nicht mehr. Das Ganze sehen schaffen wir aber mit unseren Augen nicht. Also fangen wir an, uns einer höheren Schwingung zu überlassen und dann wird das ja alles sich generell sich gut auflösen. Und noch etwas. Nichts wird dir mehr ein Rätsel bleiben, denn es sorgt auch für Klarheit. Denn eine hohe Schwingung lässt einen Menschen nicht blöd. Ganz im Gegenteil. Er versteht sogar sehr gut. Es ist die Frage, ob man immer alles so ohne weiteres berechnen muss. Wenn Sie es unbedingt wollen, dann berechnen Sie es halt. Aber das an sich ist nicht das Thema. Und das Thema ist mehr, in welcher Schwingung bist du, wenn du ein bestimmtes Thema erforscht oder wenn du ein bestimmtes Ding untersuchst oder wenn du eine bestimmte Sache suchst oder was auch immer. In welcher Schwingung tust du das? Tust du es in einer guten, wirst du es finden. Tust du es in einer schlechten, wirst du ewig und drei Tage suchen. Und du wirst immer das vorfinden, was zu einer hohen Schwingung passt und was sie dir zu erhöhen vermag. Das musst du verstehen, das musst du begreifen. Ich habe das mit Lourdes erzählt, oder mit der Bernadette erzählt, weil sie nun mal ihr höchstes Selbst gesehen hatte und sie konnte es sehen, sie konnte es empfangen. Alle anderen konnten ihr höchstes Selbst nicht empfangen, darum sahen sie es ja auch nicht. Aber in einer höheren Schwingung kannst du es sehen. Und es ist fast so, als würdest du dann so eine Art Silhouette sehen. Also ich sehe mein höchstes Selbst in dem Sinne so auch nicht, aber ich sehe so eine, da ist etwas. Ich spüre das, ich merke das, ich sehe das. Es wird wie eine Silhouette. Es ist ungefähr das, was, sagen wir mal, Maria Magdalena bei Jesus Christus gesehen hat, als er gekreuzigt und begraben war. Da hatte sie doch wesentlich später hatte sie ihn doch gesehen. Und dann sagte er, da machten wir nun draus, rühre mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren in den Himmel. Ja, gut, okay. Ich würde eher sagen, sie konnte ihn gar nicht berühren, weil sie nur eine Silhouette gesehen hat. Sie hat seinen Astralleib gesehen und da greift man durch. Das heißt, dein Schutzengel steht praktisch neben dir und wenn du so diese Bewegung machst oder sowas, dann greifst du gerade durch. Also links von dir ist er meistens. Soll heißen,
dass wenn du eben so eine ganz ausladende Armbewegung machst, greifst du auch wieder durch. Er ist ja bei dir, du siehst es nur nicht. Dann trennt etwas. Versuch es mal bitte mit einer höheren Schwingung, damit du seine Botschaften oder generell höhere Botschaften empfangen kannst, damit du dein Leben besser planen kannst. Und anstatt einen Bestellzettel aufzugeben, nach dem Motto, lieber Schutzengel, ich möchte ganz gern das und das und das und das, du bist hier beim Kaufmann, sondern sagen, bitte erhöhe meine Schwingung, damit ich immer das Richtige tun kann. Und dabei würde dir sofort helfen. Aber dir dabei helfen wird, die richtige Frau, den richtigen Mann, den richtigen Job und was weiß ich was so zu finden, das ist eine andere Sache. Aber er wird dir bei allem helfen, was deine Schwingung erhöht. Aber nichts, was deine Schwingung erhöht, würde dich unglücklich machen. Nimm mal an, du willst jetzt unbedingt einen Job haben an der Firma. Das willst du unbedingt. Da will ich hin, das will ich. Und das ist ein toller Job. Und das auch so hoch dotiert und was weiß ich was. Also da will ich unbedingt hin. Jetzt bittest du deinen Engel, dir dabei zu helfen. Nimm mal an, er würde dir dabei helfen, aber was passiert, wenn du in dieser Firma arbeitest? Es wäre nicht sehr segensreich, weil irgendwie ist das Thema doch nicht so dolle und irgendwie würdest du da gemobbt werden und irgendwie würdest du da Schwierigkeiten haben und so weiter. Das wäre dann ja nicht besonders günstig. Bitte deinen Engel, wenn du eine halbwegs gute Beziehung zu ihm hast, dann bitte ihn, dass deine Schwingung immer höher wird. Aber darum brauchst du ihn gar nicht erst zu bitten. Das ist nämlich sein ganz großes Ziel. Und noch etwas. In dem Augenblick, wo du dabei bist, deine Schwingung wirklich zu erhöhen, kann dir nichts mehr passieren, was für dich eine Katastrophe wäre. Denn daran hast du kein Interesse. Und in deinem Leben wird immer nur das passieren, woran du Interesse hast. Warum solltest du Interesse daran haben, dass es dir schlecht geht? Aber du wirst bestimmte Sachen nicht vermeiden können, weil deine Schwingung sehr schlecht ist. Du hast halt kein Interesse daran, sagen wir mal, einen Unfall mit Totalschaden zu bauen. Aber wenn deine Schwingung daraufhin gedeutet hat, wird es passieren. Das sind die Kardinalsgeschehen, von denen ich sprach, die nicht mehr zu vermeiden sind. Ist deine Schwingung aber so hoch, dann wirst du keinen Unfall mit Totalschaden mehr haben. Das wäre auch trotzdem ein Unfall, vielleicht schon. Aber diesmal ist es nur ein kleiner Blechschaden, der sich leicht aus der Welt schaffen lässt. Oder nur eine Beule verursacht, mit der du eigentlich ganz gut leben kannst. Das meine ich damit. Dinge werden aufgeweicht, Dinge werden freier, Dinge werden leichter. In den 68er Jahren ist das gründlich schiefgegangen im vergangenen Jahrhundert. Rudi Dutschke sagte, wir müssen die Strukturen deren Leute also aufweichen. Wie hat er dann aufgeweicht? Und wie soll sie aufgeweicht hat? Deutschland ist eigentlich mittlerweile so ein konfuses Etwas, dass da blickt keiner, ich glaube, da blickt sowieso keiner mehr richtig durch. Das passiert immer in einer schlechten Schwingung. Irgendwann wird alles so konfus, da weiß keiner mehr irgendwie was. Aber, und da hat auch keiner mehr einen Plan, wie das überhaupt noch geregelt werden soll. Also bei der hohen Inflation und sowas, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das hier weitergehen soll. Aber das muss ich ja auch gar nicht wissen. Ich meine, wichtig ist, dass ich eine höhere Schwingung kriege und dann lebe ich bei den Zuständen, in denen so etwas keine Rolle mehr spielt. Das versuche ich euch zu sagen. Die Sachen werden generell besser. Rudi Dutschke hat die Strukturen aufweichen wollen, ohne einen Plan zu haben, wie es denn wohl besser gemacht werden sollte. Das war ja das Problem der RAF hier in Deutschland. Genau das Gleiche. Es soll besser werden. Wie denn besser werden, indem sie alle verhauen? Das ist doch alles Unsinn. Und indem sie da eine Blutspur dahinter sich herziehen, das ist doch alles Unsinn. Übrigens hätten diese Gesellen von der RAF und der Roten Armee-Fraktion, die sich ja so genannt haben, wenn die Gesellen da sich durchgesetzt hätten, was hätten wir dann wohl gehabt? Eine Art ein Staat wie bei Mao? Ich bitte euch. Nein, nein, du brauchst eine höhere Schwingung, damit das gut wird. Alles, was du tust, in einer hohen Schwingung, wird es zum Segen. In einer schlechten Schwingung wird es zum Fluch. Naja, und davon können wir dann wirklich ein Lied singen. Also würden wir freundlicherweise uns daraufhin erstmal besinnen, dass wir, was immer wir tun, erst einmal darum bekümmern, dass wir eine hohe Schwingung haben und dann tun wir was? Es geht um dein eigenes Leben. Ich denke, das solltest du tun. Denn du hast das größte Interesse daran. Du hast kein Interesse daran, dass du Ärger hast. Du hast kein Interesse daran, dass du Schmerzen hast. Du hast kein Interesse daran, dich von irgendjemandem veralbern zu lassen. Du hast einfach kein Interesse daran.
Du weißt so noch nicht, wie du das vermeiden kannst. Boris Becker hatte auch Interesse daran, jetzt im Gefängnis zu sitzen. Wirklich nicht. Und wenn man ihm vor 20 Jahren gesagt hätte, du hör mal, bekomm erstmal eine höhere Schwingung, bevor du da dein deutsches Vita-Leben da genießt, dann hätte er sein deutsches Vita-Leben da genießen können, ohne jetzt im Knast zu sitzen. Einer Steffi Graf musste man das gar nicht erzählen, die hatte eine hohe Schwingung. Was für eine. Die sitzt nicht im Knast. Ganz im Gegenteil. Ich will damit sagen, dass es Menschen gibt, die ihr Leben genießen und auch wirklich Erfolg haben, mit allem drum und dran. Alles, was sie tun, wird irgendwie zu Gold, wird alles gut und alles wird besser und alles wird schicker und alles wird großartiger. Und alles wird nur noch fabelhafter, weil die Schwingung sehr hoch ist. Und das ist das, was ich versuche, dir zu sagen. Und ich denke, da du ein großes Interesse an dir selber hast, hast du auch Interesse daran, all die Störunfälle, all die Unfälle, die es dann mal gegeben hat im Leben, das ist immer passiert, zu überwinden. Und zwar mit einer höheren Schwingung, damit du das, was du da schon mal hinter dich da gebracht hast, nicht nochmal erlebst. Keine Frage. Eine höhere Schwingung, eine Schwingungserhöhung, ja, am Anfang gibt es einige, ja, manchmal holt man sich noch einige Beulen. Aber glaub es mir, es wird immer mehr besser. Es wird immer weniger Unfälle geben. Und du wirst dich immer besser fühlen. Und das ist das Eigeninteresse, von dem ich sprach. Das solltest du nämlich nicht haben. Denn daran, davon, dass es dir schlecht geht, daran hast du wirklich kein Interesse. Und gleichzeitig tust du noch eine ganze Menge für die Umwelt. Für die Schwingungserhöhung der Erde sowieso. Aber die erhöht sich sowieso. Die Schwingung erhöht sich, der Erde erhöht sich generell unter Garantie und wirklich sehr, sehr, die wird sehr, sehr hoch. Die Erde, ja. Die Frage ist doch nur, wie weit der Mensch da noch reinpasst. Ich persönlich glaube überhaupt nicht mehr. Das menschliche Denken jedenfalls nicht. Aber wir könnten ein anderes Denken bekommen, nämlich ein höher schwingendes Denken. Irgendwie sollten wir uns von dem alten Denken verabschieden. Bekommen wir ein neues, was sich von allem Auge und Auge, Zahn um Zahn und Fressen und Gefressen werden unterscheidet. Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Ist genau umgekehrt. Dann könnten wir es schaffen, eine höhere Evolutionsstufe zu erreichen. Und ich denke, das wollen ja auch irgendwie die meisten. Es war völlig logisch, dass vor 100 Jahren Bertolt Brecht geschrieben hat, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Das ist ja eigentlich auch logisch. Nein, ist es, ja, jein, ja, damals ja, heute nein. Ich will damit sagen, erst kommt erstmal eine höhere Schwingung und dann kannst du aber zu essen kriegen. Soll heißen, du wirst satt in einer höheren Schwingung. In den Tagen des Hungers werden die mit einer hohen Schwingung satt. Ganz einfach. Warum? Ja, woher soll ich das wissen, wo es herkommt? Aber es kommt irgendwo her. Weil es nicht sein kann, dass ein Mensch in einer hohen Schwingung hungert. Gibt es nicht. Not leidet. Gibt es nicht. Friert. Gibt es nicht. Kann nicht sein. Nicht in einer hohen Schwingung. Für alles gibt es eine Lösung. Sofort. Weil es unmöglich ist, dass ein Mensch, der in einer hohen Schwingung ist, vor lauter Problemen nicht in Schlaf kommt. Das gibt es nicht. Er muss das Leben akzeptieren, die Lebensregeln akzeptieren, ja. Aber das ist alles. Beim nächsten Mal erzähle ich euch was über die Lebensregeln, aber erst einmal, damit du es überhaupt verstehst, bekomm eine hohe Schwingung. Glaub es mir, sonst schaffst du es nicht. Sonst verstehst du das Leben nicht. Und nichts ist blöder, zu sterben, ohne zu begreifen, warum man überhaupt gelebt hat. Also, ich wünsche dir alles Gute im Leben. Tschüss.